Funktionsgleichungen anhand der Steigung und eines Punkts bestimmen. Ja, bei linearen Funktionen geht das ganz einfach. Man hat entweder Punkte gegeben oder Steigung und einen Punkt, so ist es jetzt hier. Und dann setzt man einfach das ein, was man hat und probiert, das, was noch gesucht ist, zu finden. Okay, was ist hier gesucht? Was ist das Einzige, was fehlt? Wir haben die Steigung m und wir haben einen Punkt. Die allgemeine Funktionsgleichung für lineare Funktionen lautet ja y ist gleich m mal x plus b. Gegeben ist hier m ist gleich minus 0,5, man könnte auch sagen minus 1,5. Und von dem Punkt p ist ja die x-Koordinate 2 gegeben und das y, die y-Koordinate minus 2. Und wir wissen, dieser Punkt p liegt auf dem Graphen der Funktion f. Das heißt, er erfüllt als einer von vielen Punkten die Funktionsgleichung. So, das heißt also, wir haben von diesen vier Buchstaben haben wir eine Menge. Wir haben das m, die Steigung, wir haben das x und wir haben das y, nur das b haben wir nicht. Das heißt, wir setzen all das ein, was wir haben und probieren nach b freizustellen. So, minus 1,5 mal 2, das können wir gleich ausrechnen und das sind minus 1. So, dann auf beiden Seiten plus 1 als Rechenoperation hier anwenden, deswegen dieser senkrechte Strich hier, bedeutet, dann hat man eben auf der rechten Seite das minus 1 weggespielt und auf der linken Seite kommt plus 1 dazu. Minus 2 plus 1 sind minus 1 und das ist dann das Ergebnis für b. So, da ich jetzt m schon in der Aufgabe mit minus 0,5 gegeben habe, kann ich also die komplette Funktionsgleichung angeben. Die Funktionsgleichung hat den Namen f. Und deswegen schreibt man hier links auch in f von x anstatt y, weil man hat ja den konkreten Namen. Hier kommt die Steigung hin, mal x, das lässt man als x. Und dann minus 1 als y-Achsenabschnitt b, den ich gerade noch berechnet habe.